Also für mich ist es das Wichtigste, der Austausch mit den Bewohnern hier. Zu erfragen, was die Bedürfnisse sind, was wird in diesem Stadtteil gebraucht, was muss Veränderungen sein oder Veränderungen hervorbringen. Die Stadt leistet sich einen Fachdienst, das sind alles freiwillige Leistungen. Und dadurch sind wir natürlich sehr flexibel. Wir können kurzfristig Entscheidungen herbeiführen, wir können aktiv sein, wir können agieren. Wir haben also keine Dezernenten, sondern bei uns sind die Fachbereichsleiter, so nennen die sich, Lebenszeitbeamte, so wie ich. Ich war schon in verschiedenen Fachbereichen. Das heißt, die Vernetzung zwischen den Ressorts ist dadurch schon viel, viel stärker. Und dann kam hinzu, dass wir mit dem Aufbau der integrierten Sozialplanung schon eine erste Struktur hatten, wo Fachbereich 300, also Stadtentwicklung, Jugendschule, Sport 600 und 500 Gesundheit und Soziales vernetzt zusammengearbeitet haben. Also die Lenkungsgruppe besteht aus den Fachbereichsleitern. Und die Erkenntnisse aus dieser integrierten Sozialplanung, die sind im Grunde genommen schon eingeflossen, auch in das Konzept. Und so sind wir jetzt dabei, im Grunde genommen die verschiedenen Aufgaben, die Kommune hat, wieder zusammenzuführen und ein Stück weit das, was verloren gegangen ist in den Nachbarschaften, professionell durch die Gemeinwesenarbeiter dann entsprechend wieder in die Nachbarschaften zu bringen. Und ich mag gerne Menschen zusammenbringen, mit gleichen Interessen, dass die Leute hierher kommen können. Und dieser wesentliche Punkt bei Gemeinwesenarbeit ja auch, dass sie füreinander da sind. So konnten sie sich gegenseitig helfen und waren auch dadurch nicht alleine. Ich investiere ein wenig und erschließe mir damit eine riesige Menge von Personen, die bereit sind, in solchen Situationen mitzuarbeiten. Das ist hier ein Zusammenhalt, was sehr wichtig ist für alle. Wir hatten glücklicherweise Strukturen, die schon in den Ortsteilen gearbeitet haben, die da auch schon bekannt und anerkannt waren. Und die konnten natürlich dann in diesen einzelnen kleinen Gemeinwesen Arbeit aufnehmen. Ich finde, das Besondere ist, dass wir tatsächlich die Menschlichkeit so bewahrt haben. Dass die Kollegen alle dem Standort angepasst sich ganz unterschiedliche kreative Begegnungsmöglichkeiten einfallen lassen haben. Wir konnten dann durch unseren Fachdienst natürlich gegebenenfalls auch Hilfsangebote vermitteln. Das war ein tolles Zusammenspiel dann relativ schnell. Wir haben eine Nähgruppe, die aktiv ist und auch Stoffe und Nähmaschinen, die vorhanden sind. Und das wollten wir anbieten und haben gesagt, wir können ja hier eine Tauschbörse machen, hier draußen vor der Tür. Das hat sich auch erweitert. Dann haben wir eine Büchertauschbörse gemacht und wie man sieht, auch hier so ein schwarzes Brett. Die Freiwilligen der Emner Tafel haben Lebensmitteltüten gepackt und Kollegen des Fachdienstes Gemeinwesen haben die Tüten halt abgeholt von der Tafel und haben die halt auch zu den Wohnorten der Bedürftigen gebracht. Wir haben ja dann mit dem Fachdienst Gemeinwesen gemeinsam eine Plattform eingerichtet. So ist die Idee Hashtag Emden hilft zum Beispiel entstanden, wo über eine Internetplattform sich Freiwillige melden konnten und ihre Hilfe anbieten. Da haben sich innerhalb von ein paar Tagen über 600 Leute gemeldet. Wir müssen ja die Versorgung sicherstellen, wenn wir die Leute schon verpflichten, zu Hause zu bleiben. Und so hat man sich zusammengetan, also die Kompetenzen der Tafel mit dem Fachdienst Gemeinwesen. Da hat die Caritas mitgewirkt und daraus ist eben das Projekt entstanden, dass wir aus dieser Struktur heraus relativ schnell ein Versorgungssystem aufbauen konnten. Und damit natürlich auch die Gesundheitsaufsicht von diesem Problem ein Stück weit entlasten. Man hat tatsächlich dort gesehen, dass die Bürger bereit sind, sich zu engagieren, dass sie manchmal aber einfach nur eine Hilfestellung brauchen, wo diese Hilfe entsprechend kanalisiert wird. Und das ist wirklich eins von den schönsten Dingen, die ich im Rahmen von Corona dann tatsächlich auch sagen kann. Der Austausch, der ist ganz wichtig, dass der trotzdem bleibt. Es geht natürlich immer in diesem Umfeld auch um so eine Dimension Digitalisierung. Ne? Das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Lohnt es sich eigentlich für uns, für 2 Stunden Gespräche nach Hannover zu fahren? Oder ist doch die Videokonferenz jetzt das probatere Mittel? Jetzt im Moment sowieso, aber auch später. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man diese koordinierenden Stellen, die man hat, die mit diesem Thema arbeiten, also Aktivierung von Ehrenamtlichen, Vermittlung von Ehrenamtlichen, wie erschließe ich mir die multikulturelle Gesellschaft, also diese Stellen, dass man die zusammenführt und daraus hat man dann eine Kraftzelle im Grunde genommen, die in die Kommune hineinwirkt und das Gemeinwesen unterstützt. Ja, und mir ist einfach nochmal deutlich geworden, auch während der Zeit, wie sehr Menschen einander brauchen. Ich glaube, was wir tatsächlich alle wieder mitbekommen haben, wie wichtig uns eigentlich andere Menschen sind. Auch an sich und auch an die Mitmenschen denken. Der Zusammenhalt ist sehr wichtig.
Im Grunde genommen hat das gezeigt, hat die Corona-Krise tatsächlich dann auch gezeigt, also dieses Organisieren von Bereitschaft für andere da zu sein, hat gezeigt, wie wertvoll so ein Fachdienstgemeinwesen ist, weil er eben das Gerüst darstellen kann, um bürgerschaftliches Engagement zu organisieren, um zu organisieren, füreinander da zu sein. Und ich habe hier noch ein Motto: Hier bleibt keiner alleine.